Ja, und das Ganze führt man üblicherweise in Gruppenunterstützungskassen durch. Eine Gruppenunterstützungskasse ist in der Regel für viele Unternehmer immer interessanter als eine Firmenunterstützungskasse. Für viele Unternehmen lohnt sie sich auch nicht. Wir haben vor kurzem auch ein sehr großes Unternehmen gehabt mit fast fünfstelliger Mitarbeiterzahl. Auch diese wollen keine Einzelunterstützungskasse. Da geht es um Mitspracherechte des Betriebsrats und ähnliche Dinge, die man hier natürlich in einer Einzelunterstützungskasse nur im eingeschränkten Umfang hat, nur soweit es um das eigene Versorgungssystem, aber nicht um die Kasse als solches geht. Ja, und solche Gruppenunterstützungskassen, die steuerlich viel sinnvoller ist, ich werde am Nachmittag nochmal drauf eingehen, sind aus meiner Sicht wirkliche Einrichtungen, mit denen der Mittelstand gefördert werden kann, weil einfach ganz wichtige strategische unternehmerische Ziele, die Erhöhung von Liquidität, die Schaffung von Liquiditätsreserven, das Thema Bankenunabhängigkeit einerseits und natürlich auf der anderen Seite das Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, Fach- und Führungskräftegewinnung idealtypisch erreicht werden kann und weil im Prinzip auch die Krisensicherheit erreicht werden kann. Entscheidend ist auch natürlich immer, mit wem macht man das Ganze, wer steht fachlich dahinter, welche Erfahrung ist dahinter, welche langjährige Erfahrung ist dahinter, welche Rechtsformen sind dahinter, ist ein UG oder Limited dahinter oder sind Leute dahinter, die das nur seit kurzem erst machen, dann kann das gut gehen, muss aber auch nicht oder sind im Prinzip langjährig erfahrene dahinter. Also das Ganze gilt es auch zu beleuchten oder hinterfragen, aber es sind wirklich Instrumente, mit denen man den Mittelstand wirklich fördern kann und die aus meinen tiefsten Überzeugungen immer wichtiger werden in Zukunft.